Wie viele Einwohner hast du? Ja, ich habe 5119. Ich habe 5017, siehst du? Okay. Aber bei mir sind jetzt viele ein. Wie viel hast du? Ich habe 5119. 5193, mein Freund. Alter. Da war Christian gerade. Ja, ich habe gerade Baugebiet gegründet. Was meinst du mit Baugebiet? Ja, da, wo die halt bauen können, wieder ein neues Gebiet ausgewiesen. Ach so, ja. Und dann kommen ganz schnell ganz viele neue, oder wie? Ja klar, ich habe da so einen fetten Plaza reingebaut. Da wollen natürlich welche wohnen. Und die bauen sogar richtig fette Butzen. Was meinst du mit fetten Plaza? Guck mal, du kannst das von Icons, das vorletzte ist Parks. Und da kannst du halt Plaza auswählen. Das ist einfach so ein Freizeitding. Und wer will nicht bei so einem Park wohnen? Ja, das mache ich, glaube ich, auch sofort. Wobei Freizeit, wo ist es denn? Feuer? Nee, Feuer wollen wir nicht. Abwasser, Strom. Ich muss mich auch demnächst mal wieder darum kümmern. Polizei, Gesundheit, Feuer, Verwaltung. Ich habe ein Upgrade für mein Gemeindehaus. Nee, wo ist das? Ich finde das nicht. Echt nicht? Nein. Parks bei Parks. Okay, und wo genau ist dieser Plaza? Da kannst du auswählen. Bei Natur, Basissport, Plaza. Naturplaza, genau. Was soll ich denn nehmen? Dann kannst du da irgendwas auswählen, was du halt nehmen willst. Oh, ich habe schon 27.000. Ich nehme eine mehrstufige städtische Grünfläche. Okay. Aber die Bäume, diesmal schöne Häuser hier. Wo ist eigentlich Skulptur Biergarten? Ich nehme mal die mehrstufige Grünfläche. Und die baue ich, würde ich sagen, einmal hier. Das wird mein Top-Wohngebiet, würde ich sagen. Ich upgrade jetzt mal Straßen. Warte, ich guck mal gerade, wie die Verkehrslage ist. Das ist alles voll beruhigt hier. Voll beruhigt. Nicht gedacht. Ja, okay. Nein, also du kannst ja sehen, ob die Straßen gut sind, ob sich da Staus bilden und so. Oh, das Krankenhaus will was von mir. Nee, gut, ich baue hier mal hier meinen Platz hin. Und dann weise ich hier auch mal Wohngebiete aus. Wartezimmer. Das kommt halt den alten Einwohnern zugute. Ich habe meine Klinik noch ein Wartezimmer bekommen. Das ist doch schön. Weißt du übrigens, wie du das machen kannst? Nein, ich sollte, denke ich mal, sowieso vielleicht langsam was Gesundheitliches einpflanzen, nämlich eine Klinik. Ist es egal, wo ich die hinbaue? Ja. Okay, dann baue ich die mal. Die wird aber später irgendwann auch größer, ne? Dann baue ich die vielleicht mal lieber hier so in die Ecke hin. Und ich baue vielleicht auch mal eine Polizei auf. Und zwar so eine Maxis Herrenhaus sollte ich ja aufbauen für Dingens, ne? Für das eine. Na gut, dann mache ich hier mal so mein kleines Regierungsviertel, sage ich mal. Jetzt will ich Simoleons. Na gut, dann baue ich erstmal eine normale Polizeistation und zwar hierhin. Was? Ich habe auch für die zu wenig. Ich habe doch 21.000. Was kostet denn bitte schön eine Polizei? Die kostet doch, 30.000. Gut, dann investiere ich mal in Bildung. Alter, eine Grundschule kostet 16.000. Und ach du Scheiße. Eine Frage, wo muss ich die Schulen überall so hinstellen? Ist das wichtig? Ja, ne? Kommt drauf an. Also da leuchtet so grün, wenn ich die irgendwo hinstellen möchte. Irgendwie. Ja, ich würde es halt in Nähe von Baugebiet, nicht in die, Feuer. Nicht in die Ich würde es in die Nähe von Häusern bauen. Ja, klar. Einfach mal menschlich nachdenken. Also ich denke, das ist halt eigentlich eine ziemlich einfache Lösung. Ja, also ja, ich meine, natürlich, klar. Ich meine, einfach. Ja, das klar. Jetzt so, als ich dich korrigieren will. Ich meine damit einfach. Ich verstehe schon, was du meinst, Riole. Ist ja. Was ich sagen will, ist, die Lösung für viele Probleme in diesem Spiel ist, wenn man einfach mal menschlich nachdenkt. Ja, nicht, dass du es nicht machst. Ist ja gut. Alter, ich habe gerade sowas Dummes gemacht, ne? Ich musste gerade eine ganze Straße mit bestimmt 10 Häusern oder so richtig abreißen, weil sehr ich die schön nicht erweitern konnte auf Straßenbahn. Richtig so. Weil ich baue gleich mein erstes Straßenbahnhaus. Hast du fein gemacht. Dass da Straßenbahn fahren. Okay, gut. Also ich habe noch ordentlich Platz eigentlich für ziemlich vieles. Und was ich jetzt hier noch baue, ist ein wenig Gewerbegebiet. So. Und was ich, denke ich, auch noch bauen werde, ist, ich denke mal, ich muss mich langsam um noch ein bisschen mehr, vielleicht auch um die Stromversorgung. Abwasserendrohr. Das wird irgendwann zu wenig, ne, dieses Abwasserendrohr. Ja, das kannst du ja auch gucken, wie sich das verhält. Das kann ja auch so kleine Staus bilden. Ich gucke auch mal nach einem Shuttlebus-Depot. Genau, das wollte ich auch machen. Hab ich und war was, wo muss man das dann, was musst du denn dafür abreißen? Wie meinst du? Oh, ich habe zu wenig Kohle dafür, verdammt. Warum kostet alles so viel? Das ist so schlimm. Nee. Ich baue noch Industriegebiete aus. Ich brauche mehr Industrie. So. Hier hin. Und das können wir eigentlich auch machen.
Dann bauen wir noch die Straße aus. Bei uns in der Stadt, da sind die nämlich ganz cool. Weißt du, wie das öffentliche Verkehrsmittel benutzen heißt? Wie denn? Öffeln. Was? Öffeln, das ist so assi. Wie? Öffeln. Wieso öffeln? Weil die denken, die wären lustig. Sind sie aber nicht. Ja, eben. Ja, eben. Mein Gott, wie kann man das Öffeln nennen? Ich verstehe es nicht. Wir öffeln jetzt. Geht ja mal gar nicht. Ein Mensch bei uns in ganz Dortmund sagen würde. Du wohnst in Dortmund? Ja. Jetzt will ich nicht weißt du doch. Zu. Ja, natürlich. Ja, gut. Ich ja gut. Hier fällt mir gerade auf noch ein wenig. Wie weit ist mein Kredit eigentlich abgezahlt? Wohngebiet. Oh, auf meine Kredite sollte ich vielleicht auch mal achten. Die Kredite. die ich steigen. Ich habe erst 6.000 abgezahlt von meinem Kredit. Also meine steigen immer weiter und weiter, aber egal. YOLO. 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 So einfach. Weißt du, was ich auch noch mache? Ich baue noch einen Biergarten. Echt? Ja. Ein Biergarten cool. Muss sein. Skulptur. Riesengarten, Skulpturgarten, Natur, was? Sport könnte ich eigentlich auch mal was machen. Die sind eigentlich voll billig, die Sportplätze, öffentlicher Tennisplatz, Basketballplatz, Volleyballfeld. Volleyball mag ich nicht so, weil Skatepark, großer Skaterpark. Ich denke, ich platziere mal einen Tennisplatz. Ich mag Tennis irgendwie. So, den mache ich mal. Das sollte ich ja irgendwie in neue Wohngebiete platzieren, ne? Weil, glaube ich, oder? Ja? Ja. Sollte ich. Gut, dann mache ich den Tennisplatz mal hierhin. Dann wird das vielleicht meine neue Top-Wohngegend. Ja, hierhin. Kann ich auch gleich ein paar Wohngebiete ausweisen. Richtig? Mhm. Macht man das so? Das ist gut. Klar. Okay. So, und dann hier auch noch was dazu. Dann muss ich mich noch hier um die Straße kümmern. Weil ich mache meine Straße jetzt auch schief, ja? Also... Guck dir gleich mal meine Stadt an. Warum kann ich hier nicht diese schiefe Straße bauen? Das ist doof. Warum hat sich da ein Teil hingebaut? Das verstehe ich gerade auch nicht. Nee, gut, das muss ich jetzt leider abreißen. Du brauchst Rohöl? Ich brauche Rohöl. Stimmt, ja, für mein Kraftwerk, ne? Ich guck gerade mal, wie es bei dir aussieht mit der Stadt. Ja, dann schon. Oh ja, da hat sich doch schon mal was gebildet. Kannst ja mal bei mir vorbeigucken. Nö, ich baue jetzt bei mir. Willst du dir nicht mein RSS-Icon angucken? Nein. Alter, was willst denn du mit den ganzen Riesenflächen in der Mitte? Ja, daran habe ich irgendwie nicht so gedacht, verstehst du? Gebäudedichte, was ist da los? Was ist mit der Gebäudedichte? Du wirst hinterher ein bisschen Platzprobleme kriegen, ne? Nö, warum denn? Du weißt, dass du hinterher so 120.000 Leute in der Stadt unklar kriegen solltest. Echt jetzt? Ja, das ja, hast du so relativ schnell. Problem? Wo ist mein Problem? Ja, dass halt ein paar wieder weichen müssen, ne? Wie meinst du das? Von den Straßen oder wie? Ja, du musst halt neue Straßen da reinziehen. Ja, ein bisschen enger machen und so. Kein Ding. Das passt ja schon. Ja. Also ich finde mein RSS-Icon voll geil. Die Zufriedenheit steigt. Zufriedenheit Gewerbegebiete, Zufriedenheit Wohngebiete geht. Das heißt, ich baue dann mal hier nochmal einen neuen Park. Oder vielleicht auch was Bildungsmäßiges. Eine öffentliche Bibliothek. Das ist doch bestimmt gut. Dann baue ich mal dahin. Und dann mache ich hier noch ein paar Wohngebiete. Hast du schon ein Shuttlebus-Depot? Nein. Ich auch nicht. Dann passt Luftverschmutzung das auf dem Vormarsch. In es liegt etwas in der Luft. Die Luftverschmutzung in LP Together nimmt zu. In unserem Gebiet? Das geht ja mal gar nicht. Wie mache ich das denn mit der Feuerwache? Muss ich die auch irgendwie an einer bestimmten Stelle platzieren? Ja, zentral würde ich sagen. Zentral. Was die halt was ich vergessen habe. Du solltest auf jeden Fall deiner Dingens eine Glocke aufsetzen. Eine was? Deiner Feuerzentrale. Wie mache ich das? Du klickst die Feuerzentrale an mit links und dann kannst du auf Bearbeiten klicken und dann kannst du die ausrüsten. Zum Beispiel mit Garagen für Feuerwachen. Oder Moment, stopp. Feueralarm meinst du, ne? Mit Glocke. Ja. Feueralarm, warum? Ja, weil sonst hören die das zu spät, die Feuerwehrleute. Achso, das muss ich dann da oben drauf platzieren, ne? Und was noch? Oh ja, ich hab's dann. Ein Fahnenmast. Was wäre. Bla bla bla. Nicht zum. Oberbürgermeister Riol, ich möchte mit Ihnen gerne eine Wette abschließen. Was halten Sie von 5200 Simoleons als Einsatz? Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 100 Sims in die Park zu holen, haben Sie den Auftrag erfüllt. Das kriegen wir hin, oder? Nö, du bekommst das hin. Klasse. Ich rede mit meinen Zuschauern.
Ein Glitzerbeckenpark. Oh. Ein Park mit einem kleinen O. Oh. Mhm. Ein Park mit einem kleinen O. Oh. Ein Park mit einem kleinen Brunnen. Den baue ich jetzt hin. Und zwar genau hier. Lol, großes Feld mit Parkplatz. Perfekt für Paintball-Schlachten. Ja, natürlich. Also ich werde am Ende richtig viel einreizen müssen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, weil ich zu eng baue, teilweise. Du baust zu groß. Zu. Ach, dann passt das. Ja, also, man kann nicht zu groß bauen. Ich kann jetzt eigentlich langsam wieder die Straßen mit mittlerer Dichte benutzen, nicht nur diese mit niedriger Dichte. Obwohl, das mache ich eh schon die ganze Zeit. Jetzt geht die Welle durch, die Welle geht durch. Ich schau mal vielleicht gleich bei Übrigens, dir vorbei. Übrigens, wenn du zum Beispiel solche Bäume oder sowas setzt, ne? Ja. Dann siehst du ja so einen grünen Radius. Mhm. Das, der zeigt, welche Leute davon mit der Glücklichkeit affected sind. Aha. Okay. Bei mir sind eigentlich alle super, nur einer, der findet irgendwie keine Leute. Das ist schade, Kollege. Ja, das ist schade, ne? Und hier, boah, da werden schon die richtigen geilen Häuser gebaut. Also im Mittelstand ist das auf jeden Fall. Die haben zum Beispiel alle zwei Häuser. Zwei Autos. Das ist cool. Was ich mal bauen muss von Bäumen gesäumter Gehweg. Och, das ist ja schön. Mach ich mal sowas hier hin. In die Nähe der Industrie. Damit ich da auch schön Wohngebiete aufstellen kann. Sonst zieht da ja keiner ein, ne? Wenn es in der Nähe der Industrie ist. So. Machen wir das dann mal. Und dann mache ich da auch nochmal einen Park hin. Wie sieht es denn mit der Zufriedenheit der Leute aus? Ja, die steigt und steigt und ich brauche mehr mittelständische Wohngebiete. Gut, dann würde ich sagen, reißt mir das hier doch mal demnächst ein bisschen. Oh, hier steigt die Zufriedenheit auch. Oh, das sieht ja schön aus. Die haben bei mir auch alle zwei Autos. Vor Stadtopia unterhalten sie in ihrer Stadt 500 Wohngebäude. Cool. Wie viele Einwohner hast du? 10.203. Wie viel hast du? Jetzt gehst du aber ab. 6.579. Na, meine Stadt ist beliebter als deine. Edge. 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 Das Lustige ist, dass jeder Laden ja auch seinen eigenen Namen hat, ne? Ich hab Edge gesagt. Hier, heißt du Hallo, schon einen Laden? Hast du gehört? Ja, ich hab Edge verstanden. Gesagt. Ist gut. Hier ist ein Land, zum Beispiel Geripptes Rippchen. Geripptes Rippchen? Ja, Geripptes Rippchen. Geripptes. Oder Pleisters Paschinko-Stube. Ich kann man einen Laden Geripptes Rippchen nennen. Oder hier ist der Zockergrill. Der Zockergrill. Ja. Das ist ja geil. Nee, was mir gerade auffällt, ich brauche doch immer noch unbedingt eine Krankenstation. Nee, eine Polizei brauche ich. Genau das war das, ich was ich brauche. Wow, das sind fette Gebäude. Okay, auch nicht. So baue ich die mal hier hin. So, Polizeikräfte für Nachbarn verfügbar. Bei mir scheint irgendwie was zu brennen. Hallo Bürgermeister, meine Freunde und ich würden gerne eine Feuerwerksshow für alle organisieren. Mach Belohnung das nicht. 50.000. Das kostet, ich bekomme 50.000 Euro. Simmillions. Warum soll ich das nicht machen? Les mal weiter. Wie, die Sicherheit, oh. nein, danke. Mein Gott, ey. Wie sieht's mit der Polizei aus? Gefangene. 0 von 10 Gefangene. Muss ich da auch irgendwie was dran machen? Sowas wie... ja, du könntest Zellen erweitern und Polizeiwagen erweitern. Du meinst Streifwagenparkplatz? Genau. Mach ich das... Oh. Upgrade verfügbar, yeah. Ausbaupunkt. Das heißt, ich muss da irgendwie einen Ausbaupunkt machen. Was ist denn damit gemeint? Du kannst diese Dinger dann halt zu so kleinen blauen Punkten ziehen. Ah, okay, klar. Ich versteh's. Gut, dann mache ich vielleicht auch noch Gefängniszellen. So. Einfach damit die Stadt schön sicher bleibt und dann widmen wir uns mal wieder den Gebieten. Habe ich denn jetzt schon... Ich brauche unbedingt öffentliche Verkehrsmittel, oder? Nee, Bildung. Meine Leute müssen ja gebildet. Nee, eine Grundschule. Stimmt. Hatte ich immer noch nicht. Nee, habe ich immer noch nicht. Was ich auch noch nicht. Öffentliche Verkehrsmittel aber wichtiger, weil dann kannst du die Kinder nämlich auch mit dem Schulbus zur Schule schicken. Natürlich. Ich nehme jetzt bei mir leider richtig kritisch wird, ist momentan das Stromproblem, würde ich mal sagen. Bei mir sieht es mit. Na, es sieht noch relativ gut aus, aber ich denke, ich sollte demnächst mal expansieren, weil die Ölkraft, die geht immer. Ja, ich nehme mal Annahme von globalen Rohöllieferungen an. Also, ich brauche demnächst ein Atomkraftwerk. Was kostet das? 145.000? Nee.
Ein Sonnenkraftwerk. Ein Ölkraftwerk.